Niemals kann ich so viel Geld investieren. Es geht gar nicht darum, was jetzt aktuell das Thema ist. Du weißt, perfekter Unternehmertag, ich mag die Zukunft. Oder sagst du, oh doch, 1 Million, das finde ich super. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, das gute alte Thema Marketing, Werbung, wie viel darf es kosten, wie viel soll ich investieren, was ist so die richtige Menge? Und die klassische BWL sieht vor, dass man zwischen 10-20% Kosten im Bereich Marketing und Vertrieb haben sollte. Das ist absolut normal. Da sagen die Leute aus dem E-Commerce, spannend, da haben wir wahrscheinlich etwas mehr. Und Leute aus anderen Bereichen sagen, hä, warum soll ich so viel Geld ausgeben? Gerade im Handwerk zum Beispiel, ich bekomme doch alles über Empfehlungen. Ich möchte mit dieser Folge mit dir in eine ganz andere Richtung gehen. Ich möchte einfach mal beleuchten, wie viel Sinn es macht und welche Grundüberlegungen du haben solltest, wenn du Werbung bezahlst. Weil eine Sache muss einfach klar sein. Wenn du Geld investierst als Unternehmer, dann hast du immer den Grundnutzen, dass du sagst, hey, ich möchte am Ende mehr raushaben als das, was ich investiert habe. Das ist die Grundüberlegung. So. Und genau unter dieser Überlegung auch nochmal sich seine Werbeausgaben genauer anzuschauen, finde ich extrem spannend, weil ich immer wieder, gerade auch bei uns im Unternehmerkader, merke, dass es da gewisse Blockaden gibt. Und genau deswegen will ich mit dir einfach mal heute so ein bisschen an diese Blockaden rangehen, mal ein bisschen das ein oder andere sauber putzen, damit du einfach viel, viel entspannter bist, wenn du hohe Werbeausgaben hast. Also, jetzt setz dich kurz hin, atme einmal tief durch und lass diesen Satz auf dich wirken. Du solltest pro Monat 1 Million Euro in Werbung investieren. 1 Million Euro pro Monat solltest du in Werbung investieren. Wie fühlt sich das für dich an? Macht das irgendwas mit dir? Sagst du, boah, Raik, nee, auf gar keinen Fall. Niemals kann ich so viel Geld investieren. Es geht gar nicht darum, was jetzt aktuell das Thema ist. Du weißt, perfekter Unternehmertag. Ich mag die Zukunft. Oder sagst du, oh doch, 1 Million, das finde ich super. Das Spannende ist, die meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen machen nicht mal 1 Million Jahresumsatz. Nur 10% von den 3,5 Millionen Unternehmen liegen überhaupt darüber. Das heißt, wenn du darüber liegst, dann bist du schon einer von den Top 10%. Und dann zu sagen, ich nehme meinen Umsatz, den ich pro Jahr mache und investiere, die in einem Monat ausschließlich in Werbung. Völliger Wahnsinn. Aber was ist das Spannende, wenn du dieses Geld in Werbung investierst? 1 Million in einem Monat. Das Spannende ist doch, Werbung ist keine Spende. Das heißt, Werbung wirst du immer dann entsprechend finanzieren und dann auch entsprechend Geld dafür ausgeben, wenn dem ein klarer Plan gegenübersteht. Das heißt, wenn du ganz genau weißt, hey, ich werde auf jeden Fall ein Vielfaches meiner Investitionssumme wieder rausbekommen. Das heißt, wann bist du überhaupt bereit, so viel für Werbung zu investieren? Wenn du weißt, dass deine Prozesse und Strukturen so gut laufen, dass du das auch entsprechend abarbeiten kannst. Und dann hast du aus meiner Sicht das höchste Gut als Unternehmer geschafft. Das heißt, du hast deine Prozesse so strukturiert, dass dein Unternehmen theoretisch unendlich skalierbar ist. Wie fühlt sich dieser Gedanke für dich an? Hast du ja schon mal Gedanken drüber gemacht oder bist du überhaupt in diesen Bereich reingegangen, dass du gesagt hast, ja doch, 1 Million Euro in einem Monat nur allein in Werbeausgaben zu investieren, das könnte ich mir vorstellen. Weil nochmal, ich kenne ja den Querschnitt der Zuhörer und auch der Zuschauer. Für die allerwenigsten, vielleicht für eine Handvoll Leute, ist das überhaupt relevant, darüber nachzudenken. Dann kannst du mal umrechnen, was du pro Jahr an Umsatz machen musst, um in einem Monat 1 Million zu investieren. So, da bist du ganz schnell beim dreistelligen Millionenbetrag, den du an Grundumsatz überhaupt fahren musst und auch nicht ein ganz kleiner, sondern eher ein mittlerer, um so ein Adspend zu haben, ja, um so eine Werbeausgabe entsprechend zu finanzieren. Aber, und das finde ich das Schöne dabei, es ist ja möglich und es wird ja gemacht. Es gibt ja Unternehmen, die das machen. Frage ist, gibt es auch in deiner Branche Unternehmen, die das machen? Und wie genau machen die das?
Und da fängt so langsam ein bisschen diese Recherchearbeit an und da kann man sich so langsam auch mal ein bisschen mit diesem Gedanken befruchten und infizieren lassen, dass man sagt, naja, wenn es das da draußen gibt, warum gibt es das nicht bei mir? Ja, und was kann ich machen, um mich diesem Ziel einfach mal schrittweise zu nähern? Um vielleicht zu sagen, hey, was gebe ich überhaupt an Werbung aus pro Monat? Mache ich überhaupt Werbung? Gehe ich überhaupt in verschiedene Sachen rein? Nochmal, es muss nicht immer gleich alles Online-Werbung sein. Es gibt tausende von Marketingkanälen, die du ansteuern kannst. Aber was sind die Dinge, wo du sagst, ja, da wäre ich bereit, jetzt statt Aktien zu kaufen, Kryptos oder Immobilien, da wäre ich bereit, jetzt mal in mein eigenes Unternehmen so viel Geld zu investieren? Spannende Frage, oder? Ich erlebe es unglaublich häufig, dass ein Unternehmer eher bereit ist, in fremde Sachen zu investieren, das heißt, an die Börse zu gehen und dort entsprechend in fremde Unternehmen zu investieren, Immobilien zu kaufen, statt in sein eigenes Unternehmen zu investieren. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Das heißt ja, dass du mehr Vertrauen in andere Unternehmen als in dein eigenes hast. Ansonsten würdest du es ja nicht machen, weil du sagst, naja, für den Risikofall. Welches Risiko? Ist das größte Risiko nicht, dass deine Prozesse so schlecht laufen, dass du sagst, hey, ich bin nicht mal bereit, 20, 30, 100, 200, 500.000 Euro pro Monat für Werbung auszugeben? Und nochmal, für die Leute, die das machen, super. Warum teilt ihr das Wissen nicht? Aber erfahrungsgemäß sind die allerwenigsten, die überhaupt in dieser Lage sind. Das heißt, Werbung ist keine Spende. Du hast einen ganz konkreten Plan dahinter. Und dieses Großdenken, das hat aus meiner Sicht zwei Facetten. Zum einen hat es die Facette, dass du sagen kannst, hey, wie viele Kunden könnte ich damit erreichen? Wie viel mehr Menschen könnte ich mit meinem Produkt, mit meiner Leistung erreichen und da Dinge verändern? Aber auf der anderen Seite auch, wie viele Menschen könnte ich ein Zuhause geben? Für wie viele Familien könnte ich sorgen, indem ich die Person als Mitarbeiter beschäftige? Du schaffst mit deinem Unternehmen eine Perspektive. Du sorgst dafür, dass Menschen in deiner Region oder in deinem Dunstkreis einen Job haben, eine Aufgabe haben, dass sie einem Sinn nachgehen und sagen, hey, ich bin auf jeden Fall bereit, meine Lebenszeit mit dir zu verbringen. Und wie viel mehr Menschen könntest du diesen Sinn geben? Wie viel mehr Perspektive könntest du schenken, wenn du bereit bist, auch entsprechende Werbung zu investieren, dadurch mehr Cashflow zu generieren, mehr Geld auf dem Konto zu haben und dadurch auch wieder neue Mitarbeiter und Ressourcen schaffen zu können. Spannend, oder? Und nochmal, ich weiß, dass das erstmal ziemlich überfordernd ist für den einen oder anderen, aber allein die Möglichkeit, sich einmal vorzustellen, und nochmal, es gibt genügend Unternehmen, die auch viel, viel mehr pro Monat investieren, sich da mal die Frage zu stellen, was bräuchte es, damit ich mit meinem Unternehmen 1 Million investieren könnte. Und es geht bewusst darum, dass du dich diesem Gedanken einfach mal ergibst und dass du sagst, hey, welche Player machen das? Wenn ich jetzt bei uns gucke, an unserem Markt der digitalen Unternehmensberatung, da gibt es niemanden, der so viel Geld ausgibt. Niemanden, habe ich recherchiert. Die einzigen, die einen ähnlich hohen Werbeetat haben und das auch nicht dauerhaft, sondern eher einmalig und punktuell, das sind die Big Five. So, die ganz, ganz großen Unternehmensberatungen, die ja meistens noch Wirtschaftsprüfer, Steuerkanzleien, Rechtsanwaltskanzleien mit angebunden haben, das sind die einzigen, die in dem Maßstab Werbung machen. Alle anderen nicht. Jetzt kann man sich mal wieder die Frage stellen, warum? Wie haben die angefangen? Wie sind die da hingekommen? Welchen Nutzen erfüllen die damit? Wie ist das Prinzip dahinter, was kann ich von diesem Prinzip für mich adaptieren? Und so gehst du wie zum Buffet hin, aber allein diesen Blick mal zu heben und nicht nur auf den Konkurrenten zu gucken, wo du meistens eher links und rechts schaust, sondern bewusst mal viel, 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 viel weiter nach vorne zu gucken und nicht zu sagen, oh mein Gott, da komme ich ja eh nicht hin, sondern sich Frage zu stellen, was waren die Teilschritte, die notwendig waren, um genau dahin zu kommen? Das ist das, was ich so spannend finde. Und eine Sache darfst du wirklich nicht vergessen. Je besser etwas funktioniert, desto eher bist du auch bereit, Geld dafür zu investieren. Das heißt, es liegt doch allein an dir, deinen Prozessen und deiner Struktur, dass du überhaupt bereit bist, so viel Geld zu investieren. Und genau das ist ja am Ende des Tages, was die Leute bei uns im Unternehmerkader lernen. Die Prozesse und Strukturen genauso aufzusetzen,
damit du solche Sachen überhaupt ermöglichen kannst. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen. Wenn du so viel Geld für Werbung ausgibst, dann bringt sie dir auch viel. Ja? In der Regel sagst du ja, hey, ich investiere und habe die Erwartungshaltung, dass ich ein Zehnfaches wieder rausbekomme. Und jetzt sagen einige natürlich, ja, aber ich habe ja gar nicht so viel Budget wie die großen Anbieter. Super, dann nutzt doch genau das. Dann nutzt doch genau die kleinen Möglichkeiten, nutzt die Dinge, die so ein bisschen abseits des Weges liegen und schau, wo kannst du deine Einzigartigkeit wirklich auch herausstellen. Ja, durch schlankere Prozesse, schnellere Kommunikation, durch Regionalität, alles Dinge, wo ein großer Player nachher irgendwas sagen muss, ja, kann ich nicht, ist nicht unser Thema. Super. Und diese Dinge herauszustellen, darum geht es am Ende des Tages. Das heißt, hol dir Kundenfeedback ein, hol dir das Mitarbeiterfeedback ein und sag, hey, was ist der Grund, warum ihr dieses Unternehmen cool findet? Ja, was sind die Dinge? Und daraus kannst du dann ganz, ganz einfach das herauskristallisieren und sagen, okay, das verlängere ich jetzt mit bezahlter Werbung. Und dabei ist es völlig egal, welchen Kanal du wählst. Und jetzt weiter im Text. Das heißt nochmal, wenn du Geld für Werbung investierst, dann ist die Grunderwartungshaltung, dass du sagst, hey, ich möchte auch ein Zehnfaches an Wert entsprechend wieder rausbekommen. So, ein Zehnfaches. Machst du eine Flyer-Aktion für 100 Euro und dann sagst du, hey, ich möchte wenigstens für 1.000 verkaufen. Du machst eine Plakatkampagne für 10.000 Euro und sagst, okay, ich will wenigstens 100.000 damit machen. Und nochmal, selbst wenn du mit einem Plakat beispielsweise ein oder zwei neue Mitarbeiter findest, so, die Bruttokosten, die du für den Lohn hast, musst du wenigstens mal 3, 4 oder 5 einspielen, je nach Erfahrungsbereich und Arbeitsbereich dieser Person. Hast du doch auch raus. Das heißt, du rechnest doch immer schon ganz intuitiv mit Faktor 10 und sagst, hey, wenn ich Geld für etwas ausgebe, dann möchte ich auch das Zehnfache wieder raus haben an der anderen Seite. Ist doch vollkommen simpel. So, das Einzige, was du machen musst, ist, dir selbst die Freigabe erteilen, dir selbst das Go geben, zu sagen, jo, jetzt nehmen wir einfach mal Geld und hämmern das raus. Und dabei sind aus meiner Sicht nochmal zwei Dinge ganz, ganz entscheidend, bevor du jetzt wahllos einfach Geld investierst und sagst, oh, jetzt hier einfach voll frei. Reik hat ja im Podcast gesagt, ganz einfach ist nicht. Denk dran, was ich dir als allererstes mitgegeben habe. Ich habe gesagt, Werbung folgt einem Plan. Es ist keine Spende. Das heißt, du gehst jetzt nicht zu deinem regionalen Zeitungsanbieter, gibst deine Annonce auf und sagst, hier, nimm mein Geld, das wird mal 10 rauskommen. Es geht darum, dass du dich schrittweise den Dingen näherst, die schon sowieso gut funktionieren. Und wenn du noch gar nichts hast oder Dinge, die nur so im Kleinen funktionieren, stell die Frage, hey, was passiert denn, wenn ich jetzt einfach mal das Budget erhöhe? Ja, wenn du mal für eine Sache 1.000 Euro ausgegeben hast, ja, dann probierst du mal mit 5.000 Euro. So, und wenn du merkst, oh, da kommt ja ein Vierfaches zurück, super, dann machst du es halt nächsten Monat mit 10.000 Euro und dann auf 20, 30 und dann gehst du irgendwann auf die Summen hoch. So fangen doch alle an. Vollkommen normal. Die einzige Sache, die du zwingend machen musst, neben, dass du dich traust, ist als zweites, dass du auch wirklich misst und überprüfst, was kommt an Ergebnissen tatsächlich rein. Das ist absolut zwingend notwendig. Jedes Mal, wenn du Geld investierst, willst du auf der anderen Seite das Feedback haben, wie gut funktioniert diese Maßnahme, die du dort ergriffen hast. Darum geht es am Ende des Tages. Es geht darum, dass du für dich klar ziehst, hey, wie weit bin ich, wie weit kann ich gehen und was hat mir diese Maßnahme gebracht? So. Und damit hast du im Grunde genau diese Punkte auch alle schon richtig erfasst. Deswegen fassen wir die drei wichtigsten Dinge noch einmal kurz zusammen. Erstens, investiere. Zweitens, stelle deine Einzigartigkeit heraus. Und drittens, miss deine Ergebnisse. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.